So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde League of Legends. Dass ich das mal wieder sage. TFT, taktischer Teamkampf. Ein neuer Spielmodus in League of Legends. Und zwar nicht nur so ein, so ein Spielmodus, der so für 2 Wochen da ist oder so. Da gibt es ja immer mal wieder welche. Nein, der ist wirklich komplett neu, ist eigentlich ein eigenes Spiel. Ich sag mal, viele von euch kennen wahrscheinlich Dota Auto-Chess, beziehungsweise Auto-Chess macht ja gerade die Runde. Das Originalspiel wird es bei dem Epic Games Store geben. Dann natürlich innerhalb von Dota gibt es noch weiterhin die Mod. Es gibt jetzt eine Valve Edition, das heißt, glaube ich, Underlord Auto-Chess. Und Riot Games ist jetzt auch auf dem roten Teppich angekommen. Auto-Chess ist gefühlt das neue Battle Royale. Ja, ein neues Genre in der Gaming-Industrie blüht auf, explodiert. Und wir können jetzt TFT auf den PBE zocken. Und hier schon das Erste, was krass und neu ist. Nämlich, man kann am Anfang sich mal so ein bisschen was picken. Und ich nehme mal die gute Lissandra. Ich muss sagen, Dota Auto Chess habe ich mega gerne gespielt. Aber ich hatte nie Bezug zu den Charakteren, weil ich nie Dota 2 gespielt habe. Und jetzt mit League of Legends ist das schon... Alter, hat die BF-Sword dabei? Das ist geil. Sound ist manchmal irgendwie gefühlt ein bisschen buggy. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also Effekte irgendwie. Weil ich mach mal aus und wieder an. Aha. Okay, nice. Gut. Ja, ist PBE... Angeblich soll... Noch ein... Angeblich soll der Spielmodus nächste Woche released werden. Ich switch einmal meine Cam, weil die... Ja, wobei, eigentlich hier, wo ich hocke, da sind nur die Buttons für Aufsteigen und Aktualisieren. Das ist eigentlich jetzt nicht so relevant für euch. Wir haben hier Eiswesen Elementarmagier. Wir haben jetzt noch 15 Sekunden. Ich glaube, Ritter gehe ich mal. Für Demacia. Und klingen mal. Oh, warte mal. Präzision. Präzision. Ja, natürlich auf Deutsch. Habe ich schon gesagt. Nächste Woche soll das Ding anscheinend rauskommen. PBE, ja, bla bla bla. Es gibt hier ein paar Sachen, die das Ganze besonders machen. Das eine waren so, alle paar Runden gibt es so diese Runde mit den Picks, wo jeder sich eine Figur raussuchen kann. Da wird später noch zu sehen sein, der am weitesten unten ist in der Rangliste, der darf als erstes picken. Ist mega nice. So, jetzt haben wir hier noch einen Ritter. Das ist doch geil. Und nochmal ein Nobel, Alter. Ehre. Wir haben jetzt zweimal Nobel. Komm. Bei dreimal Nobel finde ich auch schön. Schön angereiht, was für Buffs aktiv sind und wären. Alter! Nobel rockt. Ja, dann machen wir mal auf die Vayne hier. Nee, das ist doch das Vayne. Ja, ich brauche nachher mal so eine richtige Frontline. Bestien gehe ich jetzt mal nicht. Let's go. Man sieht doch immer schemenhaft, was einen gleich erwartet an Gegnern. Kann ich ihr das Sword wegnehmen? Nee, ne? Schade. So, ich wollte die Neuerung ansprechen. Man sieht hier oben ein bisschen die Waves. Es ist nicht mehr so, dass dein Brett gegen ein anderes beim Gegner spielt und irgendein gegnerisches gegen dich. Nein, es treffen sich wirklich jetzt beide Bretter. Für Demacia. Ehre. Und kämpfen gegeneinander. Und wer da gewinnt, kriegt keinen Schaden. Fühlt die Macht. Ehre. Wer es jetzt nicht verstanden hat, wird man gleich sehen. Genau, hier oben ist ja immer schön zu sehen, wann nochmal diese Auswahl kommt. So Special Rounds. Und seht das, wir müssen uns jetzt wegteleportieren. Es gibt immer Heimspiel und es gibt Auswärtsspiel. So, und es gibt keine Zweier... Es gibt keine... Es ist nicht mehr... Wie soll ich sagen? Es ist ein direktes 1 gegen 1. Vorher war es ja immer indirekt bei Dota Auto Chess. Die Effekte sind schon wieder weg. So. Bisschen buggy, wa? Und zurück teleportieren. Gefühlt sind hier die Effekte. Ja,
Bereitet euch vor zu sterben. Alter, Ehre. Ja, jetzt haben wir zwar keinen Buff, aber wir haben... Wollen sich... Welche Stufe die sind? Ja, wir haben zwei Stufe 2er. Wir können auch aufleveln. Nö, machen wir mal nicht. Was haben wir hier noch? Alter, nochmal Fiona, Fiora. Ehre. Wieder Auswärtsspiel. Aha, jetzt habe ich einen Plop gehört. Nee, keine Effekte. Ich weiß... Weiß leider nicht, woran das liegt. Gefriert! Gefriert! Ja, ich probiere es nochmal. Vielleicht muss ich hier auch einfach lauter machen, weil... Als ich ja lauter gemacht hatte, ging es ja dann. Aber das müsste auch Effekt-Sound sein. Also wie gesagt, Beta, ne? Dunkelheit sollte mich fürchten. Ich bin ein bisschen lucky gerade unterwegs. Also es ist nicht normal, was hier passiert. Hm. Geil. Dreier Nobel. Die kriegen jetzt alle Rüstung und Heilung. Was ist denn, wenn noch Bogenschütze? Oh, hier hätte ich noch einen Klingmeister. Mit Ehre. Und noch ein... Mit Ehre. Und noch ein Ritter. Was bringen Ritter? Geblockter Schaden. Und Klingmeister? Ah ja, mehrere Hiebe, ne? Oh, Klingmeister ist geil. Aha, der hat auch zwei Stufe 2er. Aber ich glaube, gegen mich hier hat er keine Chance hier mit dem Nobel-Buff. Nobel ist halt da eine geile Frontline, ey. Guck mal. Kniet nieder. Schöne Fiora-Ult. Interrupted Varus-Ult. Geil. Nee, gar nicht. Der hatte noch gar nicht seine Ult. Oh, jetzt knallt's. Boah. Egal. Ja, das mit den Sounds tut mir leid. Ich glaube, ich gebe es jetzt einfach auf, weil es... Oder ist das Umgebungssound? Oh, jetzt muss ich aufpassen. Genau. So. Die, die am weitesten unten sind. Also ich bin als letztes dran mit Picken und ich kann jetzt schon mal gucken, was bräuchte ich. So ein Aatrox bräuchte ich. Der ist nämlich Klingenmeister. Ansonsten würde ich eine Ashe nehmen, weil die ist Bogenschütze. Vielleicht gut für Vayne. Bei den anderen habe ich es noch nicht aus dem Kopf. Also es ist auch meine zweite Runde überhaupt erst. Ach ja, ich darf ja noch gar nicht. Aatrox, Aatrox, Aatrox. Ja. Nein! Scheiße! Ja, dann Elementarmagier, wa? Zack. Ich hoffe, Kassadin ist ein Elementarmagier und der müsste Leere sein. Sind das Umgebungs... Sounds. So, was ist Kassadin? Zaubermeister. Alter, nochmal zweimal Vayne. Varus. Ehre. Heilige Scheiße, wir kriegen ja richtig gute Sachen. Ich habe das Gefühl, hier gibt es overall mehr Klassen als zum Beispiel bei Dota Auto Chess. Aber ich könnte mich auch irren. Vielleicht ist es gerade einfach nur die Überinformation in meine Phrase. So, wieder Auswärtsmatch. Es gibt auch Skins dann für sein Schachbrett, nicht nur für den Dude hier. Das finde ich auch ganz cool. Und der hat schon einen mehr. Der rusht. Der ist, was? Der hat schon zweimal Erfahrung gekauft? Oh, der gewinnt das auch, weil der ganz gute... Gefriert! Garen Ult ist halt gefühlt einfach viel zu broken. Kniet nieder! Ehre? Sie hat die Ult auf sich gemacht, das geht auch? Ich wünschte, ich hätte Effekt-Sounds, ne? Aber wir haben schöne Musik. Vorhin ging's doch einmal. Nochmal wen? Entschuldigung. Aber Zaubermeister, also ich meine... Doppeltes Mana durch Angriffe und mehr Fähigkeit. Was ist denn jetzt los? Lass mich in Ruhe. Aber echt viele Nehmen wir mal mit, just for the lulz, wa? Wie viel kriegt man hier? Plus 4. Das heißt, nächste Runde mache ich's. Geil. So. Hm, wie sieht's aus? Also Vayne haben wir bald Stufe 3. Was bringt ein Imperial? Zufälliger Imperial? Hä? Ach, ist wie Druiden! Nee. Imperiale verursachen doppelten Schaden. Was? Wow, what? Okay. Alter, Tristana Stufe 2. Mit Rageblade. Weg damit. Ich kann jetzt mit allem was anfangen. Das ist echt cool. Vorher musste ich alles lernen, aber hier ist direkt rein. So. Klick auf Erfahrung. Ja, danke für den Tipp, Alter. Nochmal Garen. So ist es.
Oh, Eiswesen. Chance auf Betäubung, auch echt edel, ne? Beschwöre bei Kampfbeginn ein... So, das meine ich. Man sieht für die nächste Runde, meine Freunde, wie oft hatten wir das Problem, dass zu Rundenbeginn man es vercheckt hat. Ach ja, ist ja eine neutrale Welle. Scheiße, meine Backline wird gehackt. Entschuldigung. Und hier hat man das nicht mehr. Das finde ich richtig gut. Ja, das macht es einfacher, aber... Oh! Hört ihr das? Aber auch nur von den Golems. Beta. Der Henno. Ah, der Garen ist... Ich brauche Garen nochmal. Ich erlöse sie von ihrem Schmerz. Ist nett, Lysandra, Alter. Hä, werde ich hier gepinkt? Natürlich führender. Danke. Aber wir kommen hier echt gute... Ich weiß ja, ob ich nicht meinen Zaubermeister Kassadin nicht lieber verkaufen sollte. Aber wenn das so weitergeht, muss ich hier einen Garen Opega nochmal machen. So. Katharina so... Also, Katharina war geführt richtig sick. Ich nehme mal Ash... Oh, Ash hatte ich eben schon, ne? Ich nehme mal Ash mit für Bogenschütze. Weil meine Vayne ist bald Stufe 3. Hoffentlich. Und dann wären Bogenschützen in der Backline ganz nice, oder? Vielleicht so? Nee, die hat mehr Leben und Rüstung. Dann kommt die dahin. Gut, also ich glaube, die Kassadine werde ich zeitnah weghauen. Und ich hole mal die Katharina. Weil kann ich denn nicht mit zwei Imperialen? Kriege ich doch einen zufälligen. Muss ich die aufs Board stellen? Zweite Runde, ne? Ich habe von vielen Sachen noch keine Ahnung. Garen stirbt. Nein. Kniet, kniet. LOL! Lysandra hat die alle weggemacht. Oh, shit. Morde, schwing die Keule. Jawohl. Der Bass muss bumsen. Ist jetzt habe ich direkt hier den Charme bekommen und er nicht. Das meine ich mit direktem 1 gegen 1. Präzision und Grazie. Ja, très bien. Scheiße. Nee, scheiße. Bereitet euch vor zu sterben. Fiora auch schon zwei. Garen, da ist er. Solange ich stehe. Ehre. Ja, geil. So, jetzt wollte ich was ausprobieren. Aber das mache ich nächste Runde. Und zwar Imperial. Das wäre halt echt, aber erstmal Auswärtsmatch, ne? Das wäre halt echt interessant zu wissen. Oh, der geht auf Eis. Der hat 4 Eis. Chance auf Betäubung. Ganz schön hoch. Aber Garen rasiert jetzt gleich eh durch. Oh, Lysandra holt. Okay. Alter, Henno, geh aus dem Bild. Ja, wird weggemacht. So, ein Team, zack, kriegt jetzt richtig auf den Schnauzen. Passt auf. Zack. Bam. Da fehlt irgendwie eine schöne Animation. Das ist noch so Swap, finde ich. So, als Feedback. Riot Games. Dass ich hier gerade League of Legends spiele, ne? Insane. Spezies alle. Scheiße. So. Ach, komm mal, hier nochmal Nobel. So, Darius? Ach, der spawnt dann, oder wie, zu Rundenbeginn? Rall ich nicht. Ein Eiswesen wäre auch sick. Aber ich will eigentlich auch Gold sparen, weil wir sind jetzt gleich schon auf 50 Gold in der Phase 3-3. Wo steht denn die Rundenzahl? I don't know. Alter, scheiße, meine Vayne. Garen, mach doch was. Garen! Jawohl! Auf Lysandra, ja. Wow, was ist denn hier passiert? War das Braun-Ult? Garen rasiert jetzt eh gleich alle gegen den Ash-Ult. Ey, Eiswesen sind gefühlt ganz schön strong. Aber jetzt kommt Garen. Der macht Gehacktes aus euch. Alter, Ehre. Genau als es 101 startet. Er starrt. Schön gekrittet, Lysandra. Ehre. Ich hol ihn mal. So. Ich bin eh als letztes. Also, Darius wäre vielleicht ganz witzig. Ja, warte mal. Ja. Draven ist bestimmt auch imperial. Aatrox ist richtig nice. Das Klingenmeister. Könnte ich brauchen. Ist da ein Ritter da? Oh, Fiora. Okay, ich würde Fiora nehmen, um
Fiora 3er. Oh, die nimmt vielleicht auch keiner, weil das nur eine Fiora ist. Wisst ihr, wie ich meine? Huh! Ehre! War vielleicht auch dumm, weil stärkere, aber... Egal, gucken wir mal. Wo passen die jetzt hin? Okay, steht da. Alles gut. So, hier haben wir einen Klingenmeister, Atrox. Der ist ziemlich strong. Ich glaube, ich verwerfe das mit den Bogenschützen, weil ich kriege eh nichts. Und guck lieber... Dann benutze ich Wellen echt nur als Noble. So, dann hätte ich hier einen Klingenmeister. Ja. Scheiße, jetzt sind wir unter 50. Das gefällt mir nicht. Dann verkaufe ich, glaube ich, doch den Varus. Ehre. So, jetzt sind wir auf über 50, weil das ist halt wie in anderen Auto-Chess-Spielen auch. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Alter. Kniet nieder. Macht doch in die Backline, Lissandra, Alter. Ey, ich habe noch gar keine Sieger gesehen, by the way. Also in der meiner ersten Runde auch nicht. Ich wollte eigentlich die erste Runde aufnehmen, by the way. Aber hatte einen richtig krassen Visual-Bug am Anfang. Und dann habe ich's. Und ich hatte diesen Soundbug auch, deswegen habe ich gedacht, das liegt vielleicht an der Runde. Was ist eigentlich das hier? Ich finde, es fehlt auch noch ein Raster. Also ja, man sieht es so. Kann man das vielleicht durchgehend einblenden? Hä? Hoppala. Noxus wird sich erheben. So? Nee. Okay, ich wollte nur rumprobieren. Scheiße! Entschuldigung, das war... Ich dachte, es wäre so ähnlich wie Druiden-Imperial... Weil ich reihe den zweiten Buff nicht. Alle Imperiale. Ach, verursachen Doppelschaden. Aber ein zufälliger Imperial, ja. Ich glaube, auf Englisch ist das vielleicht besser beschrieben. Warum verkacke ich gerade so hart? Gut, weil ich mich gerade echt nicht mehr so konzentriert habe auf die Runde. Aber irgendwie... Der hat zwei... Unbegrenzt steigerbar... Okay, Wutklinge ist, und der hatte Warwick auf Stufe 3. Okay, Tschüss. Präzision. Präzision. Très bien. Machen wir mal. Dann hau ich noch so ein... Nee, noch ein Klingenmeister, wa? Komm, Atrox. Nee, noch eine... So. Weil die hat dann auch den Buff. Dann baller ich mal rein hier. Es fehlen Sounds. Ich habe jetzt ganz schön gelevelt. Hier seht ihr mein Gold. Ich habe jetzt, ja, sitze ich davor. Wie gesagt, ich könnte das auch swappen. Kann man nicht die vielleicht... Ey, von den... Jetzt vielleicht? Wollt ihr mich ver... Ah, okay. Magieresistenz, Angriffstempo, Leben. Okay, Leben knallen wir auf Garen. Das ist unser Fulltank. Alter! Warte mal, Elementarmagier, wie viel brauche ich da? 3. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Ja, die Imperialen verkaufe ich jetzt mal. Dafür nochmal so und so. Und dann mache ich mal nochmal so. Ja, scheiß drauf. Angriffstempo. Vielleicht auf... Was sind eigentlich die Ultis? Wo sehe ich die? Hier. Vanefrozer bei jedem dritten Angriff zusätzlichen absoluten Schaden. Abhängig vom maximalen Leben des Gegners. So. Und Fiora? Das würde ich gerne auch nochmal wissen. Fiora wird immun gegen Schaden und Fähigkeiten in einem kurzen... Okay. Ja, dann haue ich Attack Speed auf Vayne. Oh, der hat auch Brand. Aber ich habe richtig gute Eco, Alter. Das wird schon noch. So, das erstmal auf Vayne. Nee, das ist ja alles Murks. Hm. Nochmal Brand. Oh, warum habe ich denn hier einen Darius? Ja, ich glaube, nehme ich. Warte mal.
Hä, die gleichen zählen? Ich habe 2 Klingenmeister, weil ich 2 Fioras habe? Alter, der Aatrox hat gerade richtig reingeknallt. Ehre. Vayne rasiert halt in der Backline, ne? Aber Tristana auf Stufe 3. Warte. Das mit den Klingenmeister finden wir jetzt heraus. Entschuldigung, er hat kurz Tourette gekickt. So. Ach, nee, war ich jetzt Aatrox auf dem Feld? Oh mein Gott, ich hatte die ganze Zeit keinen 7er. Das ist natürlich bitter. Aber was ist denn dann der dritte Elementarmagier? Weil. Oh, vielleicht Anivia? Könnte das sein? Der Mordekaiser gefällt mir irgendwie gar nicht, aber er gibt mir den Ritterbuff. Deswegen. Oh, ich müsste mal Garen mit Aatrox tauschen. Ja, guck mal. Nicht gut. Fiora kriegt jetzt keinen Schaden. Schön. Geht mal hier auf Tristana, Leute. Geht auf Tristana. Ja. Was? Warum stunnen die alles weg? Okay, also der hier, wer ist das? Temetza. Der ist gefühlt... Okay, ist im Mittelfeld. Also diese Eiswesen sind gefühlt krass. Gerade wenn du das noch so mit Ash hast, so Schützen, Bogenschütze, weil die kriegen ja Angriffstempo. What? Okay, es geht weiter, Leute. Roulette. So, ist der Klingenmeister? Dann brauche ich den. Ich bin im Mittelfeld. Oh, ich glaube, Kayle ist tatsächlich auch richtig krass. Wo bin ich denn? Ach, da. Yasuo. Komm, jetzt. Nein. Komm schon. Abfahrt. Er hat sogar ein Item. Ja, so, was könnte er sein? Klingmeister Assassine? Geht das? Nee. Der muss ja eine Nation haben. Klingmeister ist seine Klasse. Was ist eigentlich, wenn alles voll ist? Wo kommt dann Yasuo hin? Da. Verbannt, Klingmeister. Alles klar. Dann hauen wir mal den gegen Fiora raus. Sad, but, ne, you know. Zack. So, glaube ich. Was haben wir hier? Was mache ich jetzt? Nein! Ey, das stört mich. Ich kann nichts aufs Feld stellen, weil es gesperrt ist. Einfach nur, um schnell Leute umzuwandeln. Ich muss halt legit immer was weghauen. Die Dunkelheit, das ist echt... Das ist echt scheiße. Hasak. Wo, Hasak? Alter, Shen. Rasiert der mich? Krack. Was ist Draven? Draven ist Klingenmeister? Ja klar, macht Sinn. Aber Klingenmeister waren für mich jetzt die ganze Zeit... Na gut, nee. Marseille habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht alle Charaktere. Kann das sein? Warum haben die alle schon T3er? So, jetzt Vayne, los. T3, nicht? Mir fehlt nur einmal Vayne. Ja, das ist der Elementarmagier. Okay, wie machen wir das, Leute? Fiora von Bord. Brand. So. Und jetzt... Der Garen muss weg. Ich bringe den Sturm. So, jetzt leveln wir ab. Hauen wir noch Yasuo hin. So. Oder? War das jetzt gut? Klingmeister habe ich. Eiswesen. Geil, ich habe jetzt auch Eiswesen-Buff. Ehre. Jetzt bin ich gespannt. Sejuani ist gutes Eis. Eiswesen-Ritter. LOL! Das waren die Elementarmagier. Der tankt die Scheiße weg. Hasak! Wo denn? Ach, da! Woo! Ehre! Und das ist die Anivia-Ult. Das ist übrigens der Führende, den ich hier gerade nass mache. Nehme ich jetzt noch Sejuani mit, auf Ehre? Ja. Bei Ritter. Noch ein... aber Stufe 1. Das ist eigentlich zu late. Zu late, versteht ihr? So, das ist übrigens... Ah, okay. Ja. Klingmeister. Nee. Oh. Ach, geil.
Jetzt geht's. Ach, bei Vayne hatte ich. Bei Vayne hat mir nur einer gewählt. Stimmt, ja, habe ich dann später gemerkt. Okay, so geht's. Okay. Dann kriegt Garen jetzt hier noch. Achso, das wollte ich auch noch machen. So. Ja, soll ich Mordekaiser raushauen für beispielsweise einen Draven? Nee. Das sind wieder die neutralen Viecher. Ey, das mit dem Golem ist sick. Vor allem, der ist ja Stufe 1. Was ist, wenn alle Elementarmagier Stufe 2 sind? Dann müsste ja der Golem auch Stufe 2 sein, oder? Ich glaube, ich hau auf Garen tatsächlich auch Mana. So, und auf wen hau ich jetzt? Meine Vayne ist übrigens draußen, ne? So, mal. Bereitet euch vor zu sterben. Ehre! Aha, aha. Drache gibt es auch. Oh, hier ist noch ein Mordekaiser. Deine Ewigkeit beginnt heute Nacht. Aatrox hatte ich doch, oder? Nicht? Ist noch ein Garen? Doch, ich habe einen Aatrox. So. Okay, die Fiora ist sofort weg, tankt aber richtig was weg. So, jetzt kommt meine Fiora. Die knallt die Backline, oder? Nicht? Scheiße, der Warwick hat die irgendwie getauntet. Jetzt! Die Anivia-Ult! Nein, die Anivia-Ult muss mehr in die Ecke! Oh, die Brand-Ult! Die macht ja... Die ist ja richtig geil! Dieses Spiel, meine Damen und Herren. Ich sweate bei 40 Grad ohne Klima an, weil Lärm und den Lampen. Aber ich bin gehypt! Mir wird so oft der Draven vorgeschlagen. Können wir mal irgendwie... So, das wäre mein... Nee. Ist die Frage, ob ich jetzt noch auf 9 gehe oder weiter role. Einmal, jeweils einmal. Auch gut. Ja. Wurde vom Winter gestählt. Reicht dann erstmal. Ich brauche halt hier ein Update. Versteht ihr? Und eine Anivia wäre auch litty lit. Was ist Ahri? Ist die Zaubermeister. Okay, und Bestien. Oh. Oh na. Brand-Ult. War schon? Oh, die Anivia-Ult, die zündet. Und die Brand-Ult auch. Aber es reicht nicht, Alter. Na hat einfach komplett gecarried. Krass. Alter, ich muss zocken. Okay, Leute, das war eine Runde TFT. Hat mir ja Bock gemacht. Wollt ihr mehr? Kommt wohl nächste Woche raus. Ja. Klar, jetzt werden wahrscheinlich super viele Kommentare kommen. Oh, hier, du hast das und jenes nicht und so. Ein bisschen Backseat-Gaming ist cool. Bedenkt aber bitte, es ist meine zweite Runde. Und ja. Mir war wichtig, dass ich euch so meine ersten Eindrücke, meine ersten Erlebnisse zeige, weil ich habe ja ein paar Sachen richtig abgefeiert. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.